Die Kameras sind bereit, es ist 18 Uhr und damit ein herzliches Willkommen wieder zur Mahnwache hier in Halle für einen Systemwechsel, für ein gerechteres und ehrlicheres System, für eine Veränderung unserer Gesellschaft an und für sich, für eine Bewusstmachung, dass dies überhaupt notwendig ist, für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und ehrliche Medien. Das klingt jetzt nach einem sehr großen Katalog, aber im Prinzip kann man das Ganze zusammenfassen darin, dass sich alles, so wie es im Augenblick läuft, alle Triebfedern unserer Gesellschaft, aber auch alles, was uns ideologisch antreibt, philosophisch antreibt, was unsere Einstellung zum Leben und zu den Dingen auf dieser Welt betrifft, all das müsste sich verändern. Das ist ein hehrer Anspruch. Aber letztlich ist dies ganz einfach möglich. Und zwar indem die Informationsflut, die uns erreicht Tag für Tag, sich zunächst erst einmal ändert. Das heißt, dass wir ehrliche Medien hätten, die uns neutral berichten und vor allen Dingen immer mit dem Anspruch, die Menschen für die Demokratie fähig zu machen und fähig zu halten. Und das ist nämlich nur mit einer neutral informierten Gesellschaft möglich. Hier ist es also nicht möglich, dass die Presse weiterhin anderen Herren als dem Volke dient. Und deswegen haben wir überhaupt die Problematik. Wir haben hier eine regierende Klasse, die im Hintergrund die Fäden zieht. Und davon reden nicht nur wir, davon haben namhafte amerikanische Präsidenten schon gewarnt, wie Eisenhower und letztlich auch Kennedy, der dafür sterben musste. Wir warnen jetzt, 50 Jahre später, erneut vor denselben Thronräubern, die die Macht weltweit übernommen haben und nun 50 Jahre weiter sind und dieses nahezu perfektioniert haben, den Sack sozusagen nahezu zugemacht haben. Aber wem das alles noch zu abstrakt ist, nicht zu fassen ist, weil er sich darüber noch nicht informiert hat, denn tatsächlich, und das werden wir im weiteren Verlauf der Demonstration heute noch kundtun, tatsächlich sagen das namhafte Militärs und auch Präsidenten, die davor... Test 1, 2. Mikro ist weg. Den Strom. Jetzt. Die, wie gesagt, davor schon gewarnt haben. Die Situation, das klingt, wie gesagt, sehr abstrakt, aber letzten Endes kann jeder fühlen und spüren, dass alles auf dieser Welt, aber ganz besonders hier in unserem Land, denn wir können nicht von anderen Ländern sprechen, wenn wir dort nicht regelmäßig sind, aber dass hier in diesem Land mehr und mehr die Dinge gegen den Bürger laufen. Man hat das Gefühl, dass man nicht mehr unterstützt wird vom Staat, sondern ausgenommen wird. Und dieses Gefühl verhärtet sich immer mehr, nicht ohne Grund. Weiß man, dass jeder Bundesbürger durchschnittlich im Jahr 500 Euro Strafgelder zu zahlen hat. Überall stehen Blitzer, man wird abgezockt, selbst den Polizisten ist es schon langsam peinlich, sie kommen sich vor wie Wegelagerer. Und genau diese Missverhältnisse, dass eben dieser Staat und wahrscheinlich alle Staaten dieser Welt anderen Herren dienen als dem eigenen Volk, das alleine ist Grund genug, schon auf die Straße zu gehen und Widerstand zu leisten nach Artikel 20 Absatz 4, da hier die demokratische Grundordnung gefährdet ist. Wir bitten daher alle aufgeweckten Bürger, die dieses Gefühl bereits haben, es aber noch nicht einordnen können, mitzukommen nun auf unseren Weg zur Konzerthalle, zur Ulrichkirche, um weiteres zu hören. Denn allem voran, allem Widerstand voran, geht erst einmal die Aufklärung und das Aufwachen. Das heißt, sich entfernen von der Desinformation und eben anfangen, selber über die Beobachtung, die man macht, nachzudenken, anstatt sich erzählen zu lassen, was man angeblich fühlt oder zu fühlen hat. Dann ergeben viele Sachen auf einmal einen Sinn. Und dann wird der Wunsch und auch der Wille zum Widerstand
größer und greifbar. Und genau das brauchen wir. Es braucht Information und eben das Aufwachen der breiten Bevölkerung. Dafür gehen wir auf die Straße seit über 2 Jahren, jeden Montag ab 18 Uhr hier, 18.30 Uhr Ulrichkirche, 19 Uhr vor dem Rathaus und 19.30 Uhr auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Marktplatz vor dem amerikanischen Großunternehmen Subway. So, wir spielen jetzt noch die Hausordnung ab, also die Versammlungsordnung ab, damit alles eben auch seine Richtigkeit hat und dann können wir auch gleich starten. Vielen Dank. So, und damit auch hier wieder ein herzliches Willkommen für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, die sich jetzt hergestellt haben und sich fragen, was hier wieder stattfindet. Wir sind die Friedensbewegung von Halle. Dass wir hier stehen, ist relativ neu, aber wir stehen schon seit über 2 Jahren auf der Straße, um ja, gegen die Unbewusstheit des Großteils der Bevölkerung ein Zeichen zu setzen. Wir möchten aufwecken, wir möchten informieren, wir möchten auch ein Bewusstsein schaffen für die allgemeine Situation auf der Welt, die vom Schlechten zum Schlimmeren schreitet, aber die letztlich die Situation, auch die Situation, was Frieden betrifft, was Armut betrifft, was aber auch den sinkenden Gesundheitszustand der Bevölkerung, sprich eben grassierend zunehmende Zivilisationskrankheiten betrifft, all das hat im weitesten Sinne die gleichen Ursachen. Die Ursachen sind zu finden eben bei den Gewinnern, denjenigen, die etwas davon haben. Es klingt vielleicht ein bisschen kurz gefasst und man sagt uns nach, dass wir da eine zu kurz gegriffene Kapitalismuskritik ausüben. Und das hören wir ausgerechnet von links. Wobei jegliche Kritik am Kapitalismus, so wie er jetzt läuft, eigentlich eine folgerichtige und korrekte Kritik ist. Denn dieses kapitalistische Wirtschaftssystem, was wir hier erleben, und wir sind keine Kommunisten, weder rechts noch links, aber dieses System, das beutet und saugt uns alle aus. Nicht nur unsere Geldbeutel, sondern es macht uns unempfindlich und kaltherzig und materialistisch, gierig und es zerstört die Familien, den Familienzusammenhalt, aber auch den Zusammenhalt der Gesellschaft an und für sich. Hier wird also die Gesellschaft von der kleinsten Zelle bis zu den größeren Zusammenhängen gestört und zerstört. Es wird also eine Stimmung geschaffen, jeder gegen jeden. Und das nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch global. Denn wie im Kleinen, so im Großen. Und wer denkt, dass das ein bisschen zu kurz gegriffen ist, eben wie unsere Kapitalismuskritik, der sollte nochmal in sich gehen und in der Natur beobachten. Denn tatsächlich ist es so, wenn in einem Land der Familienzusammenhalt kaputt geht, dann geht die gesamte Gesellschaft zugrunde. Wenn das Wertesystem eines Landes zugrunde geht, geht die Gesellschaft vor die Hunde. Und so sind Zivilisationen schon seit Jahrtausenden ausgestorben, mit denselben Vorzeichen. Und wir erleben das heute auch. Verantwortlich dafür, wie gesagt, sind die Gewinner, die etwas davon haben, die sich momentan die Macht über die Welt untereinander aufteilen. Da sind zu nennen die Familie Rothschild, die schon seit Hunderten von Jahren an allen möglichen Kriegen in Europa verdient hat, die ein weltweites Informationsnetz gespannt hat und über alles permanent und immer als erstes informiert ist, so wie zum Beispiel auch damals, was Napoleons Niederlage betraf. Denn sie haben dann an den Börsen erst einmal verlauten lassen, dass er gewonnen hat. Die darauf folgende Spekulation und dann die richtige Information, dass er eigentlich verloren hat, das hat einige oder fast alle in den Ruin getrieben. Familie Rothschild war der Hauptgewinner an der ganzen Geschichte. Allein das sollte einem zu denken geben. Und diese Familie hat nicht etwa da aufgehört, sondern sie arbeitet weiter. Sie sind jetzt hunderte Jahre weiter mit ihrer Erfolgsgeschichte, mit ihrer Entwicklung, mit ihren Spannen der Fäden der Macht. Und es ist aber nicht nur die Familie Rothschild, das sind dann auch die Großdynastie der Rockefellers, die jetzt gerade im Öl eher mitmachen. Das war Carnegie, ein großer Stahlmagnat in den USA. All diese großen Komplexe haben sich quasi die Macht unter den Nagel gerissen, weltweit,
Das sind dann heute wie, Firmen wie General Electric, Coca-Cola, aber auch Exxon Mobil. Ja, im Prinzip schauen Sie sich einfach die ganz großen Firmen an, hier in Deutschland zum Beispiel, was die Medienhoheit betrifft, die Firma Bertelsmann bzw. die Bertelsmann Stiftung, die mit ihren etwa 800, nein, knapp 900 direkten Unterfirmen die gesamte Medienlandschaft in Deutschland nahezu unter ihrer Kontrolle haben. Und diese Zentralisierung der Macht, diese Aufweichung des Mittelstandes und Schaffung einer Diktatur der Großkonzerne und der Großbanken, das ist der wahre Verursacher und das sind die wahren Ursachen für diese ungleichen Verhältnisse, die wir weltweit haben. Aber noch viel schlimmer, dies verhindert auch, dass sich die Völker der einzelnen Länder davon befreien können. Denn wenn sie wählen können, wen sie wollen, und es ändert sich nichts am Kurse des Landes, welche Chance haben Sie als Bürger, sich dieser Firmenherrschaft entgegenzustellen? Keine. Es sind also mafiöse Strukturen. Es sind Verhältnisse, wie wenn eben eine Mafia die Kontrolle über ein Land übernommen hat. Und Sie werden lachen, es ist tatsächlich so. Es ist eine Finanz- und Industriemafia, die hinter den Kulissen die Fäden der Macht zieht, die Präsidenten einsetzt und Präsidenten erschießen lässt, wenn diese nicht mehr mitspielen. So wie John F. Kennedy, der bereits damals 1962 auf einem Kongress der großen Medienhäuser in den USA davor gewarnt hat in seiner Rede, dass dort eine weltweite Verschwörung im Gange ist, die so immens ist, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es das wirklich gibt. Er sprach auch davon eben, dass Kriege nicht mehr geführt werden, sondern einfach Guerilla-Aktionen bei Nacht statt stehende Armeen bei Tage. Dass Intrigen gesponnen werden bis in die Politik, dass der Senat komplett ausgeklammert wird. Aber nicht nur er sprach davon, auch andere namhafte Politiker. Hier ist also keine Demokratie in Europa zu finden. Und in der Europäischen Union schon gleich gar nicht. Denn da werden sie ja gar nicht erst gefragt, wer dort die Macht innehat. Und im Gegenteil, der zumeist betrunkene Jean-Claude Juncker sagte sogar ganz offen, dass wir etwas erst einmal herausbringen, dann eine Weile warten, ob es nicht irgendein Aufschrei in der Bevölkerung gibt, was natürlich nicht passieren wird, sagte er, weil die meisten gar nicht fähig sind, sich vorzustellen, was wir damit eigentlich vorhaben. Und so schreiten wir, und wenn es dann kein Geschrei gibt, dann fahren wir fort, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Und Zitat Ende. Das sagt sagt Jean-Claude Juncker, der Vorsitzende der Europäischen Kommission. So, jetzt fragt man sich, hat das noch was mit Demokratie zu tun? Natürlich nicht. Wenn man dann weiß, dass in Brüssel die meisten Großkonzerne ihre Lobbybüros haben und die Lobbyisten, die dort arbeiten, im Europäischen Parlament ein- und ausgehen und mit den Parlamentariern absprechen, welche Gesetze herausgebracht werden sollen und welche besser nicht, beziehungsweise denen schon fertige, komplett fertige Gesetzentwürfe vorlegen und sagen, hier, wir haben schon mal deine Arbeit getan, brauchst dich da jetzt nicht reinzufuchsen, brauchst auch nicht zu lesen, du kannst uns doch vertrauen. Setz nur deine Unterschrift drunter und das geht schon seinen Gang. Und wir werden uns natürlich erkenntlich zeigen. So funktioniert Politik in Europa. Hat das noch was mit Demokratie zu tun? Nein. Dass sie nicht darüber informiert werden, dass sie oder kaum darüber informiert werden, dass es in den Medien keinen Aufschrei gibt bei so viel Niederschlagung aller demokratischer Grundprinzipien. Ist das demokratisch? Auch nicht. Die Medien sollten aber doch eigentlich die vierte Säule der Demokratie sein. Sie sollten das Volk überhaupt fähig machen, demokratische Entscheidungen treffen zu können. Denn es braucht ja eine aufgeklärte und aufgeweckte Gesellschaft, damit sie teilhaben können an politischen Prozessen. Aber nein, das haben wir nicht. Wir haben Medien, die gesteuert werden. Entweder werden sie von Parteien gesteuert oder sie werden eben von Stiftungen gesteuert, die aber auch nicht die Interessen des Volkes vertreten, sondern die Interessen wiederum der Großindustrie und der Banken. Wie sonst kann es sein, dass die Kinderarmut in diesem Land immer mehr zunimmt, dass alte Leute sich Pfandflaschen aus den Mülleimern rauskramen müssen, dass halb verhungerte
Obdachlose zum Beispiel in Prag, ich war jetzt in Prag, auf der Straße betteln müssen und es keinen zu interessieren scheint, dass diese Verhältnisse immer schlimmer werden. Aber auf der anderen Seite werden Milliarden rausgeschmissen, um drecksgierige Banken zu retten. Wie kann das sein? Und vor allen Dingen, warum schreit Ihre Seele da nicht auf? Warum sagt Ihnen Ihr Herz nicht, das ist ein himmelschreiendes Unrecht und dagegen muss man was tun? Dagegen muss ich etwas tun. Ich muss aufstehen und ich muss Widerstand leisten. Ich muss meinen Protest sichtbar machen. Warum passiert das bei Ihnen nicht? Ich kann es Ihnen sagen, weil Sie manipuliert werden. Jeden Tag, Tag und Nacht. Pokémon Go hält jetzt momentan die Menschen in Bewegung. Na schön, wenigstens stehen Sie mal von Ihrem PC auf oder von Ihrer Playstation und gehen mal an die frische Luft. Das ist aber vielleicht der einzige Vorteil. Denn ansonsten stürzt man sich von der Klippe, weil man eben nicht hinguckt, wo man hinläuft. Oder man schlägt sich gegenseitig die Hucke voll, weil man sich gegenseitig die Pokémons klaut. Sag mal, wie sind wir denn wirklich eine zivilisierte Gesellschaft, die langsam erwachsen wird? Oder entwickeln wir uns langsam zurück wie kleine Kinder? Es ist doch grausam, wozu uns die Werbeindustrie bringt. Jeden Scheiß zu machen und sei ja noch so peinlich. Denn von außen betrachtet, ihr lieben Pokémon Go-Freunde, seht ihr ziemlich lächerlich aus. Ist euch das mal bewusst? Aber das kommt mir vor wie des Kaisers neue Kleider. Es braucht vielleicht mal ein kleines Kind, das mit dem Finger auf euch zeigt und sagt, guck mal, da steht wieder so ein Irrer, der auf sein Handy starrt, nur weil er irgendeinem virtuellen Monster nachrennt. Nein, sie kaufen sich dann virtuelle Waffen auch noch. Sie geben dafür Geld aus, für nicht einmal Ware, die Sie in den Händen halten, sondern eine virtuelle Ware, die gar nicht existiert, für ein Spiel, was kein Mensch braucht. Da sind wir angelangt. Es ist höchste Zeit, Alarm zu schlagen. Und genau das tun wir seit über 2 Jahren. Damals fing es an mit der Ukraine-Krise. Und heute stehen wir wieder vor der Gefahr eines dritten Weltkrieges. Es werden die Säbel gerasselt, auch wenn einige unserer Politiker sagen, wir wollen aber doch mal lieber nicht mit den Säbeln rasseln. Das ist alles nur Makulatur. An Kriegen wird gewonnen. Und diejenigen, die die Fäden der Macht in der Hand halten, die gewinnen ganz bestimmt am nächsten Krieg. Also können Sie sicher sein, dass der nächste Krieg, wenn es die Kassen erfordern, auch kommen wird, ob Sie wollen oder nicht. Solange Sie sich nicht dagegen stellen, solange Sie nicht sagen, Merkel und dieser gesamte verrückte, despotische Klüngel gehört abgeschafft, die gehören verhaftet, weil sie Verrat am Volk begehen, weil sie eben nicht die Interessen des Volkes wahren, wie sie einst geschworen haben vor Amtsantritt. Nein, sie treten auf das Volk, wenn es notwendig ist, wenn es ihre zahlenden Herren sagen. Entweder, weil sie so gierig sind und so machtlüstern sind und gerne an der Macht bleiben wollen, oder weil sie Angst davor haben, dass es ihnen genauso ergeht wie John F. Kennedy. Dann sage ich Ihnen, legen Sie Ihre Macht nieder, Frau Merkel, wenn Sie zu feige sind, das zu tun, was Sie eigentlich tun müssten als Kanzlerin dieses Landes. Und Merkel steht nur für alle Politiker generell. Merkel ist nicht einfach nur die Merkel, denn morgen, wenn sie nicht mehr da wäre, dann würde jemand anders dort stehen und ihren Job machen. Er würde ihn ganz genauso machen. Denn die Agenda, die politische Agenda, die folgt eben nicht den Parteiprogrammen. Falls Sie sich also fragen sollten, warum es der SPD, der Arbeiterverräterpartei, es so leicht fällt, die Arbeiter zu verraten, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie sich einen Scheiß um Ihr eigenes Parteiprogramm scheren. Und da ist die SPD nicht allein. Das betrifft alle Parteien, alle. Selbst die, die jetzt noch Protestparteien sind. Denn kommen Sie erstmal in die Höhen der Macht, dann werden Sie genötigt und gezwungen, sich anzupassen. Und tun Sie es nicht, dann gibt es eine Abspaltung in der Partei. Und dann werden die, die aufrecht sind, rausbefördert oder rausgeekelt. Und die Presse tritt nochmal nach. Und dann ist er weg. Also, es kann sich nichts ändern durch Parteien. Wenn wir etwas ändern wollen, dann können wir es nur alleine tun. Wir, das Volk, wir die Menschen in einem jedem Land, nicht nur in Deutschland. Aber wir können erst einmal nur die Verhältnisse in unserem Land ändern. Die anderen Länder können sich aber vielleicht ein Beispiel an uns nehmen. Und in vielen Ländern in Europa sind die Menschen schon viel weiter. Da haben sie nämlich die Verbrecher bereits erkannt und wissen, dass es die Banken sind und die großen Industrien. Aber in anderen Ländern
ist ein Generalstreik ja auch erlaubt, in Deutschland nicht. Fragen Sie sich warum? Weil wir die Lokomotive Europas sind, weil wir die größte Volkswirtschaft haben in ganz Europa, weil davon viel abhängt, dass wir jeden Tag arbeiten gehen. Ein Generalstreik hier würde der Europäischen Union und wahrscheinlich auch der Weltfinanz entweder das Genick brechen oder zumindest herben Schaden beifügen. Und genau das muss verhindert werden. Davon abgesehen, dass wir ja sowieso nicht souverän sind, sondern wir sind letztlich ja, nur Vasallen oder eine weitere Kolonie der Vereinigten Staaten. Wir sind nicht vollständig souverän. Wir haben zu tun, was die Vereinigten Staaten von uns verlangen. Wir haben Militärbasen, gerade im Westen haben wir NATO-Militärbasen, da liegen etliche Atombomben. Kein Juckt. Wir müssen die sogar noch renovieren, alle paar Jahre. Und müssen das auch noch bezahlen. Wir, die amerikanischen Atomwaffen, die wir hier nicht haben wollen. Warum wohl? Warum müssen hier so, werden hier so viele Entscheidungen getroffen am Volk vorbei? Weil wir eben nicht frei sind und weil die Politiker nicht frei sind in ihren Entscheidungen. Sie sind nur Handlanger. Also von denen können wir nichts erwarten. Sie werden uns, wie wir es jetzt schon fühlen, in den letzten Jahrzehnten gefühlt haben, nur noch vom Schlechten zum Schlimmeren treiben, bis es eben im Krieg oder im Bürgerkrieg endet. Und eben, dass wir hier in Deutschland jetzt wieder Hunderttausende neue Bürger bekommen, die sich mehr oder weniger gut benehmen oder auch nicht, die mehr oder weniger lautere Motive im Sack führen oder eben auch nicht. Das, auch das hat alles seinen Grund. Nicht etwa den Menschen zu helfen, denn geholfen wäre den Menschen ja in ihren Ländern, in deren Heimat, indem man dort Aufbau betreibt, statt sie niederzubomben oder noch Waffen hinzuliefern. Aber genau das tun wir. Es geht nicht darum, Menschen zu helfen, sondern Geschäfte zu machen. Es wird mit dem Leid und dem Elend auch noch Geschäft gemacht. Davon abgesehen, dass es nur um Ressourcen geht. Aber das werde ich am nächsten Standort, nämlich vor dem Rathaus, euch einmal vorlesen. Und zwar, was der ehemalige Oberbefehlshaber der NATO hier in Europa, der Sackeur, ein 4-Sterne-General, nämlich Wesley Clark, gesagt hat. Der bringt es auf den Punkt, dass nämlich in den Vereinigten Staaten damals 2001 ein Staatsstreich vonstatten ging. Wolfowitz und Cheney, Rumsfeld und eben etwa noch ein halbes Dutzend weitere Kollaborateure haben das in die Wege geleitet. Ich musste mal eben ablesen, dass ich ja keinen Fehler mache. Ich möchte dem Mann ja nichts unterstellen. Er hat davon ganz klipp und klar gesprochen, was dort passiert ist. Und dass es nur um geostrategische Gründe geht. Es geht nicht darum, irgendwelche Terroristen zu jagen. Die Länder müssen destabilisiert werden und die Machtverhältnisse dort geändert werden, damit die Vereinigten Staaten dort Einfluss haben und freien Zugang zu den Rohstoffen haben. Die Menschen auch in diesen Ländern sind ihnen scheißegal. Was hier uns verkauft wird als Nächstenliebe, das ist in Wirklichkeit reine Geldgier. Und wie gesagt, wir werden es nachher noch an unserem nächsten Standort vertiefen. Glauben Sie mir mal. Wir werden das auf jeden Fall ganz genau erläutern. Wir betreiben hier keine verkürzte Kritik, sondern wir beleuchten die Ursachen und die Verursacher. Denn Symptombehandlung hat uns bisher nicht weitergeholfen und wird uns auch nicht weiterhelfen. Eine Schmerztablette hilft für einen Tag. Aber wenn man regelmäßig Schmerzen hat, sollte man sich fragen, woher die Schmerzen kommen und die Ursachen bekämpfen. Und jeder Mensch, jeder vernünftig denkende Mensch würde das in seinem Leben auch tun. Warum tun wir das in der Politik nicht? Danke, Don. Wenn wir nachher runtergehen auf den Markt, wir werden vor dem Rathof bleiben, weil auf der anderen Seite, wo wir die letzten zwei Wochen immer dann als letzten Teil standen, dort ist ein Beachvolleyball-Turnier. Freut mich. Aber der Platz ist doch schon bereitet, oder nicht? Ist der Platz nicht schon bereitet? Wo sollen wir uns da hinstellen? Ja, mal sehen. Wir schauen dann, wo wir ankommen. Den Jugendchor hat der Don gerade erwähnt. Der hat erst heute oder jetzt die letzten Tage in der Zeitung verlauten lassen, er wäre kein Alkoholiker. Klar, er ist halt nur gern besoffen. Das ist das Ding. Auch von solchen Typen, der steht symptomatisch für dieses ganze kranke und korrupte System. Die Leute, die hier vorbeigehen, die sollten sich mal dieses geflügelte Wort der Verfasser ist unbekannt. Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Und ihr merkt es vielleicht gar nicht, dass unsere Meinungsfreiheit immer mehr beschnitten wird.
Es wird euch nur vorgegaukelt, weil ihr wie Fische in einem Aquarium seid. Ihr schwimmt in der Mitte und kommt nie in Gefahr, lauft nie Gefahr, an den Rand zu kommen. Deswegen habt ihr die Illusion, ihr würdet dann in einem großen Becken oder in einem Meer schwimmen und frei sein. Nein, ihr seid es nicht. Versucht einmal die Ränder des Erlaubten zu erreichen, dann kommt ihr schnell an die Grenzen dieser sogenannten Demokratie. Ich trage heute dieses T-Shirt. Sophie und Hans wären bei uns. Die Geschwister Scholl waren im Widerstand. Auch wir sind heute der sich zeigende Widerstand. Der Widerstand ist eigentlich die schweigende Masse des Widerstandes, ist viel größer. Das sind die Leute, die halt nur in der Familie, in Gaststätten, auf Facebook den Mund aufmachen. Und dort, in diesen öffentlichen sozialen Netzwerken, dort soll das aber immer mehr runtergeregelt werden. Zum Beispiel, ich habe sie nicht weiter verfolgt, ich dachte erst, jetzt die letzten beiden Tage verschwunden, die Bekida-Seite aus Dresden, die hatte über 200.000 Follower, die ist einfach gelöscht worden, grundlos. Heute ist erst wieder eine Halleleaks-Seite in Prüfung gegangen. Das heißt, die wurde einfach wahrscheinlich wieder von Hunderten gemeldet. Ohne Begründung geht die Seite dann off. Man hat dann diese Einspruchsmöglichkeit, die habe ich auch wahrgenommen. Also ich gehe davon aus, dass sie heute noch wieder scharf geschalten wird. Aber so werden natürlich die Reichweiten künstlich in Grenzen gehalten, wenn die Seiten eine gewisse Relevanz erreichen. Das möchte man nicht und dafür hat man natürlich auch diese ehemalige Stasi, informelle Mitarbeiterin Victoria, wie heißt die? Kahane, genau, Annette Kahane. Die hat man dafür abgestellt. Auch das ist bezeichnend, dass man eine ehemalige Stasi-IM für so eine Aufgaben betraut, um das Facebook zu überwachen und missliebige Kommentare zu melden und gegebenenfalls zur Anzeige zu bringen. Also das heißt, diese Politiker, diese Politmafia, die uns Regierende, wir werden ja, wenn wir in diese Landtage und in den Bundestag schauen, wir werden ausnahmslos von Idioten regiert. Das ist wirklich so. Ein Beispiel, SPD-Landtagsabgeordneter Andreas Schmidt, der hat das letzte Mal wurde der ganz berühmt mit einem Post auf seiner Facebook-Fanseite, da hatte er sich gefreut, dass er einen Glurak gefangen hat in seiner SPD-Parteibürozentrale. Damit auf diesen Facebook-Post, das ist so ein Pokémon von diesem Pokémon-Spiel. Damit ist er, also das ist die Botschaft, die er gebracht hat und hat dafür wirklich 3000 Likes kassiert. Das wurde 1000 Mal geteilt und 1000 Kommentare. In den meisten dieser Kommentare hat man sich natürlich darüber lustig gemacht. Aber es hat ihm auch noch ein MZ-Interview eingebracht. Da haben die gesagt, oh, wie kam Sie denn, Herr Abgeordneter, auf diese geniale Idee, das mit dem Glurak und diesem Pokémon zu posten, da sind Sie ja very up to date damit. Hat er gesagt, ja, mein Berater Erik Eigendorf, der hat mich auf die Idee gebracht. Und dann, wenn man dann gleichzeitig, er hat dann noch gesagt, ich habe noch nie mit einem Post so viele Menschen erreicht. Facebook hat mir gesagt, ich habe mit diesem Post 34.000 Menschen erreicht. Also er hat noch nie so viele Menschen erreicht. Und die größte Rekordsumme der Erreichbarkeit war mit Bullshit. Also wenn das nicht bezeichnend ist, danach sehe ich im MDR eine Filmaufnahme aus dem Landtag, wie Abgeordnete mit ihren Handys durch die Flure Pokémons jagen. Echt jetzt? Sie haben behauptet, es wäre in der Pause gewesen. Das sind Irre, das sind Idioten. Die spielen da ein Kinderspiel. Das können Sie machen, aber ich möchte Ihnen dafür nicht 6.000 Euro im Monat zahlen. Das ist das, was wir für jeden Abgeordneten, für jeden dieser Korrupten, darf ich Bastarde sagen, wenn ich keinen direkt meine, für jeden dieser korrupten Bastarde bezahlen müssen. Das möchte ich nicht mehr. Wir müssen zur direkten Demokratie finden. Wir haben 16 Landtage. Jeder dieser tausenden Abgeordneten kriegt 6.000 Euro im Monat. Der Bundestag kriegt man 10.000 Euro im Monat aufwärts. Da sitzen 630 Abgeordnete. Und dafür, wir haben die Garantie, dass die nur Bullshit verabschieden. Gesetze, die uns nur schaden. Es wird dort nichts verabschiedet, was in dem Interesse des Volkes ist. Also wenn wir solche Abgeordneten bezahlen müssen, dann würde ich lieber, wie man es zur EM gemacht hat, ein Wirbeltier bezahlen, das wirklich dann vor einer Entscheidung, ja oder nein, in ein oder zwei Futtereingänge geht und der Linke ist halt für ja, der Rechte ist für nein.
Bei diesem Wirbeltier haben wir die Wahrscheinlichkeit von 50%, dass es in unserem Interesse entschieden wird. Bei diesen korrupten Abgeordneten haben wir die Wahrscheinlichkeit von 100%, dass es gegen uns gerichtet ist. Deswegen, diese Typen müssen weg. Wir brauchen direkte Demokratie. Die parlamentarische ist ein Geschäftsmodell für kriminelle Gestalten. Die nur durch Negativauslese innerhalb ihrer Parteien kommen die auf ihre Bundestags- und Landtagswahllisten und kommen dann, also sie arbeiten im Prinzip, sie haben ja noch nie wirklich gearbeitet, die haben noch nie einen Cent Steuern praktisch erwirtschaftet und werden aber von Millionen Arbeitern, Werktätigen, Angestellten durchgefüttert. Und genau das ist auch dieses Ziel ihrer politischen Tätigkeit, durchgefüttert zu werden, und das soll auch kein Ende haben. Genau deswegen haben sie auch so eine Angst vor dieser AfD, nicht weil die AfD vielleicht ein politischer Gegner ist, nein, weil die AfD sie gefährdet. Das heißt, jeder AfD, der in diesen Landtag oder in den Bundestag nächstes Jahr einzieht, lässt einen dieser korrupten Abgeordneten die Koffer packen. Das heißt nicht, dass die neu einziehenden AfDler besser sein werden. Die müssen sich erstmal beweisen. Aber ich freue mich mit einer diebischen Schadenfreude über jeden der Altparlamentarier, die wieder ihre Koffer packen müssen. Und wenn ich dann einen Herrn Gysi von der angeblichen Linkspartei höre, der gesagt hat, wir müssen die AfD verhindern und notfalls mit der CDU und SPD und Grünen eine Riesenkoalition, die sich programmatisch gegenseitig total ausschließt, bilden, nur, sie sagen es nicht, aber sie meinen, um unsere Pfründe zu sichern. Weil die Dienstwagen gehen natürlich nur an die Regierungsfraktion. Und das, also entweder, wenn ihr Hoffnung in diese AfD setzt, verhelft ihr zu 51% gesetzgebende Mehrheit, oder begrabt eure Hoffnung und lasst niemals nach, den Protest auf die Straße zu tragen. Auch später, wenn die AfD mal Regierungsbeteiligung erhält, darf der Druck von der Straße nicht aufhören. Diese neuen Parlamentarier müssen immer an ihre Versprechen erinnert werden. Für Demokratie, hatte ich dazu mal gelesen. Lasst uns diese parlamentarische Demokratie verkleinern, Steuern damit sparen. Sie brauchen nicht sich mit Rentenerhöhungen zu hausieren zu gehen, die der Nächste dann wieder kassiert, das heißt, die dann eigentlich nicht kommen werden. Oder Rentenerhöhungen, die eigentlich kleiner sind als die Inflation. Also der Warenkorb, der künstliche, den sie immer bilden, der muss mit immer viel mehr Geld gefüllt werden, um denselben Lebensstandard zu halten. Also das heißt, es ist nur Makulatur, was sie uns als Rentenerhöhung oder als Erhöhung von Löhnen, dieses Mindestlohnangebot, auch diese Typen hier von der Vereinsmafia, die kriegen auch ihre 8,50 Euro. Haben die 8,50 Euro, wenn die dann wieder durch die Neubürger aufgeweicht werden, weil Politiker fordern, für die Neubürger sollten diese 8,50 Euro nicht gelten, dann wird dadurch ein künstlicher Druck auf dem Arbeitsmarkt geschaffen. Und das soll zu dieser Ellbogengesellschaft, die wir hier haben, das soll diese Ellbogengesellschaft noch mehr vergrößern. Lasst dies nicht zu. Lasst uns hier gemeinsam stehen mit Gewerbetreibenden, mit dem Mittelstand, mit den Angestellten des Mittelstandes, mit den Arbeitslosen, mit den Hartz-IV-Empfängern und auch mit den integrierten Flüchtlingen bzw. Migranten. Nur dann können wir die Mehrheiten bilden, um gegen dieses korrupte Parteisystem, gegen die aufgeblähten Verwaltungen und gegen diese Vereinsmafia vorzugehen. Jetzt würde ich sagen, Don, hast du noch ein kurzes Wort? Ansonsten richtest du es während des Ganges oder wir laufen jetzt zum Markt. Dann gehe ich bloß die Musik anmachen noch. Gut. Gleich. Kein Kniefall von mir, nein. Das Weltbild der Vertreter schläft nicht. So, hier stehen wir wieder. Die Friedensbewegung von Halle. Die ständige Montagsdemo. Jeden Montag, 18 Uhr, starten wir am Riebeckplatz und sind jetzt seit mehreren Wochen hier immer 19 Uhr vor dem Rathaus. Ja, was wir eben gehört haben, war Heinz-Rudolf Kunze mit einem Lied Willkommen, liebe Mörder.
Da hat doch tatsächlich neulich mal ein Linker aus Westdeutschland, aus den alten Bundesländern, auf Teufel komm raus streiten wollen, dass Heinz-Rudolf Kunze damit aber nicht die Moslems gemeint hat, sondern dass er damit Nazis gemeint hat. Willkommen, liebe Mörder, willkommen, willkommen. Na, waren die denn, wenn die Nazis gemeint sind, waren die dann nicht schon immer hier? Ja, eigentlich schon seit Jahrhunderten. Wir sind ja schon seit Jahrhunderten ein ganz, ganz böses, ganz schlimmes Volk, was überall nur Kriege anzettelt, permanent in Kriege verwickelt ist und die ja eben ja sowas von gierig sind und weltweit ihre Basen aufrichten und die Länder alle ausrauben, also das heißt die Ressourcen dort stehlen und die Machthaber dort stürzen und, ach nee, Quatsch, das waren ja die Vereinigten Staaten. Ja, tatsächlich ist es so und es klingt jetzt natürlich nach Satire, aber die traurige Wahrheit ist, dass dies sogar der Oberbefehlshaber der NATO in Europa, der sogenannte SACEUR, das heißt übersetzt Supreme Allied Commander Europe, SACEUR, ein Vier-Sterne-General, nämlich Wesley Clark, sagte. Der war der Oberbefehlshaber der NATO in Europa von 1997 bis 2000. Und was er erlebt hat und was er in einer Rede vor The Commonwealth Club of California in San Francisco, und zwar am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, am Jahre 2007 sagte, das ist aus meiner Sicht, ja, das ist ein Leak, so wie WikiLeaks, ja, also es ist eine Information, die eigentlich die Menschheit ja erschüttern sollte, ja, also ob ihres Wahrheitsgehaltes. Diese Information möchte ich euch einfach mal vorlesen. Wie gesagt, diese Rede hielt er vor diesem Gemeinwohlclub von Kalifornien, wie gesagt, der Vier-Sterne-General Wesley Clark. Ich zitiere. Und was am 11. September 2001 geschehen ist, da hatten wir keine Handlungsstrategie dazu. Wir hatten keine Einigung der beiden Parteien über die weiteren Vorgehensweise. Wir hatten die übereinstimmende Sicht der Amerikaner dazu nicht. Stattdessen hatten wir einen politischen Staatsstreich in diesem Land. Einen Staatsstreich, einen politischen Staatsstreich. Einige eiskalte, hartgesottene Menschen haben die US-Außenpolitik an sich gerissen und sie haben sich nie die Mühe gemacht, uns darüber zu informieren. Dann ging ich die Treppe hinunter und war dann dabei, das Pentagon zu verlassen und ein Offizier vom Vereinigten Generalstab, der Joint Chief of Staff, rief mich in sein Büro und sagte zu mir, ich möchte Ihnen was sagen, Sir, wir beabsichtigen, den Irak anzugreifen. Und ich sagte, warum? Er sagte, wir wissen es nicht. Ich sagte, wollen Sie Saddam in Zusammenhang mit 9-11 bringen? Er sagte, nein. Er sagte, ich schätze, Sie wissen nicht, was Sie mit dem Terrorismus tun sollen, aber Sie können Länder angreifen und Sie wollen dabei stark aussehen. Ich vermute, Sie glauben, dass wenn Sie ein Land runterkriegen, das wird die Terroristen einschüchtern. Und Sie kennen diesen alten Spruch, der sagt, wenn das einzige Werkzeug, das du hast, ein Hammer ist, dann muss dein Problem zu einem Nagel werden. Da ging ich raus. Ich war ziemlich durcheinander und verstimmt und dann haben wir Afghanistan angegriffen. Ich war ganz glücklich und erfreut darüber, wir sollten das tun. Und dann, etwa 6 Wochen später, ging ich wieder zum Pentagon. Ich traf dort denselben Offizier. Ich sagte zu ihm, warum haben wir den Irak nicht angegriffen? Er sagte, wir haben vor, den Irak anzugreifen. Oh, Sir, es ist schlimmer als das. Und dann nahm er ein Papier von seinem Schreibtisch und sagte zu mir, ich habe gerade diesen Merkzettel aus dem Büro des Vereinigten Verteidigungsministers bekommen. Und hier steht, wir werden 7 Länder angreifen und deren Regierungen innerhalb von 5 Jahren stürzen. Wir werden mit dem Irak beginnen und dann nehmen wir uns Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, den Sudan und den Irak. 7 Länder in 5 Jahren. Ich sagte, ist dieses Dokument geheim klassifiziert? Er sagte, ja, Sir. Ich sagte, dann zeigen Sie mir es besser nicht. Er war schon dabei, es mir zu zeigen, weil ich darüber nicht sprechen wollte. Und ich habe diese Information für lange Zeit für mich behalten. Ich habe darüber etwa 6 bis 8 Monate mit niemandem gesprochen. Ich war wie gelähmt dadurch. Ich konnte darüber mit niemandem sprechen. Und ich konnte nicht glauben, dass das die Wahrheit sein kann.
Aber es ist wirklich das, was später geschehen ist. Kann mal jemand bitte die Anlage ein bisschen justieren? Aber es ist wirklich das, was geschehen ist. Diese Leute haben die Kontrolle über die Politik in den Vereinigten Staaten übernommen. Es ist das Jahr 1991 und ich sagte zu Paul Wolfowitz, Herr Sekretär, Sie müssen sehr glücklich mit der Operation Wüstensturm unserer Truppen im Irak sein. Also Operation Desert Storm, 91. Und er sagte, ja, eigentlich schon, aber nicht ganz. Weil die Wahrheit ist, wir sollten Saddam Hussein eigentlich loswerden, was wir aber nicht getan haben. Ist das deine Meinung? Und das war gerade nach dem Aufstand der Schiiten im März 1991, den wir provoziert haben. Und dann haben wir unsere Truppen zurückgehalten und haben nicht interveniert. Und er sagte, aber eine Sache haben wir dabei gelernt. Wir haben gelernt, dass wir unsere Truppen in der Region des Nahen Ostens einsetzen können und die Sowjets werden uns nicht mehr stoppen. Er sagte, wir haben ungefähr 5 oder 10 Jahre Zeit bekommen, um all die sowjetischen Klientelregime zu beseitigen. Syrien, der Iran, der Irak, bevor die nächste große Supermacht uns herausfordert. Das sagte Paul Wolfowitz, ja. Und es war so wie, ich kam damals aus der Mojave-Wüste, wo ich die US-Truppen trainiert habe. Ich habe damals für eine Weile verlernt, geostrategisch zu denken. Und plötzlich kommt da ein Kerl und schiebt mir dieses Goldstück an Informationen zu. Naja, Sie erinnern sich daran, es war ein ziemlich atemberaubendes Ding damals. Ich meine, dass der Zweck des Militärs darin liegt, die Kriege anzufangen und die Regierungen abzusetzen, nicht Konflikte beizulegen und zu befrieden. Wir waren dabei, in Länder einzufallen und wissen Sie, mir war schwindelig von all dem. Und ich habe das zur Seite gelegt. Es ist einem Goldklumpen ähnlich gewesen, an dem man festhält. Dieses Land wurde von einer Gruppe von Leuten durch einen politischen Staatsstreich übernommen. Das waren Wolfowitz und Cheney und Rumsfeld. Und man kann ein halbes Dutzend anderer Kollaborateure nennen von dem Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert, was eine US-Denkfabrik in Washington ist. Sie wollen den Nahen Osten destabilisieren, ihn auf den Kopf stellen, ihn unter unsere Kontrolle zu bringen. Es ist auf jene Anmerkungen von 1991 von Paul Wolfowitz zurückzuführen. Und jetzt spricht irgendjemand mit Ihnen darüber? Gibt es einen nationalen Dialog über dieses Thema? Standen etwa die Senatoren und Kongressabgeordnete auf und verurteilten diesen Plan? Gab es eine ausführliche amerikanische Debatte darüber? Absolut nicht. Und es gibt sie immer noch nicht. Und das ist der Grund, warum wir im Irak scheiterten. Weil der Iran und Syrien Bescheid über diesen Plan wissen. Alles, was sie tun müssen, ist nur die Weekly Standard zu lesen und Bill Kristol zu hören. Er hat darüber für die ganze Welt ausgeplaudert. Das gleiche gilt für Richard Pearl. Sie konnten kaum abwarten, bis sie im Irak fertig sind, um gleich darauf in Syrien einzufallen. Es war wie festgeschrieben. Oh, unsere Legionen werden dort einmarschieren. Das war nicht das, wofür die US-amerikanischen Menschen George Bush zum Präsidenten gewählt haben. Gut, sie haben ihn eigentlich auch nicht mehrheitlich gewählt. Aber es war nicht das, was viele Menschen von ihm erwartet haben. Und was er versprochen hat, meint waren damit die Präsidentschaftswahl 2000, Bush versus Gore, also gegen Gore. Bush hat in seinem Wahlkampf für bescheidene US-Außenpolitik geworben. Doch mit ihm hatten wir die arroganteste US-Außenpolitik in der ganzen Geschichte der USA. Er versprach, auf die bisherige Außenpolitik der Nationenbildung und Friedensmissionen zu verzichten. Und hier steht er mit seinem Irak und Afghanistan. Erstaunlich. Also die Wurzel des Problems liegt nicht darin, wie viele Truppen wir im Irak stationieren. Glauben Sie mir das bitte. Unabhängig davon, ob Sie nun ein Demokrat oder ein Republikaner sind, wenn Sie ein US-Amerikaner sind, sollten Sie um die Strategie der Vereinigten Staaten in dieser Region besorgt sein. Was ist unser Ziel dort? Was sind unsere Absichten dort? Warum sind wir dort? Warum sterben US-Amerikaner in dieser Region? Das ist das Problem. Zitat Ende. Noch einmal, es war eine Übersetzung einer Rede des SACEUR, Supreme Allied Commander Europe, das heißt des Oberbefehlshabers der NATO in Europa,
von 1997 bis 2000, Vier-Sterne-General Wesley Clark, am 3. Oktober 2007 vor dem Commonwealth Club of California in San Francisco. Es ging also darum, sieben Länder zu destabilisieren, einfach nur, weil diese Menschen, beziehungsweise weil die Regierenden in diesen Ländern gestört haben, weil sie nicht mitgespielt haben, weil sie keine willfährigen Marionetten waren, wie es die Frau Merkel offenbar zu sein scheint, die seit Jahren eine Politik gegen das Volk gerichtet betreibt und es keinen hier in diesem Land interessiert. Es geht uns offenbar nicht so dreckig wie den Menschen dort in diesen Ländern, die jetzt kaputt gebombt wurden. Aber es ist vielleicht das Einzige, was die deutsche Bevölkerung endlich mal vom Sofa hochkriegt oder vom Pokémon Go wegbringt und dazu bringt, endlich mal politisch aufzuwachen und zu erkennen, dass sie an der Nase herumgeführt werden und dass wir erneut vor einem dritten Weltkrieg stehen. Wir lassen uns aufeinander hetzen. Rot, Grün, rechts, links, verschiedene Rassen, ja, aber auch verschiedene Religionen. Und so haben wir letzte Woche hier aufgrund der Ereignisse völlig zu Recht natürlich Islamkritik betrieben. Wir haben es etwas kritischer beleuchtet, was dort stattgefunden hat in Deutschland. Natürlich waren die Hintergründe nicht immer die IS und irgendeine Terrororganisation oder beziehungsweise waren die Anschläge nicht alle von der Terrororganisation IS eingefädelt und standen möglicherweise in keinem Zusammenhang. Das ist alles noch nicht wirklich raus, deswegen da Vermutungen anzustellen, wäre dumm. Aber es ist genauso dumm, eine gesamte Religion und alle ihre Gläubigen zu verurteilen, nur weil die Führer dieser Religion offenbar unlautere Drecksäcke sind, die ihre Macht ausnutzen, ihre Macht über Menschen und politische Zwecke oder finanzielle Zwecke damit zu befeuern. Also das heißt, sich die Tasche vollzuhauen oder Macht auszuüben, weil sie vielleicht sonst kein anderes perverses Vergnügen haben in ihrem Leben. Oder vielleicht doch. Gehen wir doch mal in den Vatikan, denn wenn wir schon hier über den Islam Kritik betreiben, dann finde ich es nur fair und vor allen Dingen, wenn ich das als Christ tue, ist das, denke ich mal, legitim, auch mal an der christlichen Religion, an den christlichen Religionen Kritik zu äußern. Ja, aber eben nicht an den Gläubigen, sondern an denen, die ihre Macht missbrauchen. Und genau da müssen wir endlich hinkommen, differenziert zu urteilen. Oder, wenn wir es nicht hinkriegen, dann lieber gar nicht zu urteilen. Richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst. Aber eben, dazu muss man sich aber auch mit den verschiedensten Richtungen in einer Hauptreligion beschäftigen. Und da schalten die meisten schon ab. Ich habe das getan, weil ich dort reingeboren wurde in religiöse Verhältnisse. Und deswegen habe ich mich auch intensiver mit den verschiedensten christlichen Glaubensrichtungen auseinandergesetzt. Und was ich erlebe oder was immer offensichtlicher wird, ist, dass der Vatikan ein zutiefst korruptes Staatsgebilde ist, was auch immer es ist. Es hat eine eigene Bank, es hat einen eigenen Geheimdienst, es hat eine eigene Garde, die Schweizer Garde nämlich. Und es ist das kleinste Land der Welt, was aber das meiste Geld verglichen mit der Bevölkerung hat. Wie kann das sein? War Jesus Christus nicht arm und propagierte die Armut? Ja, aber eben, seit über 2000 Jahren machen wir dieses Schauspiel mit und es scheint keinen zu interessieren, dass sie Wasser predigen und Wein trinken. Christus selbst sagt es. Was brauchen wir noch? Luther hat uns die Bibel übersetzt, damit wir Vergleiche anstellen können zu den Pharisäern damals und den Pharisäern heute. Und was machen wir? Wir laufen diesen Scharlatanen nach. Und ich rede jetzt nicht nur von der katholischen Kirche, auch von der protestantischen Kirche. Sehen Sie, da nenne ich zwei Kirchen, die nicht daran glauben, dass Christus wiederkommt und alles in Ordnung bringt. Also die Evangelikalen in den USA, die Baptisten und so weiter, die ja so furchtbar, furchtbar heilig sind. Also die Ned Flanders dieser Welt. Wer Simpsons kennt, weiß, was ich meine. Die glauben daran, dass sie sich besser raushalten sollen aus dem politischen Geschehen. Denn Christus wird alles regeln. Am Ende wird Gott urteilen über gute und schlechte Menschen. Und es wird ein Aussonderungsprozess zwischen Spreu und Weizen stattfinden.
aber nicht von uns Menschen, sondern Gott wird es tun. Wenn diese Kirchen, aber die katholische Kirche und die evangelische Kirche, das nicht glauben, sondern glauben, dass sie bereits das Königreich Gottes auf Erden sind, na dann Prost Mahlzeit. Was für ein Königreich ist das? Ich werde das gleich noch vertiefen. Denn was ich in Prag erlebt habe und in Dresden, das weiß man. Aber wenn man es dann mal erlebt und dann auch in diesem Gesichtspunkt betrachtet, oder aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, kommt ein nur Christus in den Sinn, wie er die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel geprügelt hat, weil sie Geschäfte machen im Heiligtum. Weil ihnen nichts so heilig war für ihre Gier. Genau das haben wir wieder. Gehen Sie mal in den Vatikan. Überall müssen Sie Geld reinstecken, damit Sie sich anhören können, was Sie da für eine schöne Statue sehen. Gehen Sie mal nach Prag in die Zentralkathedrale vom Parlament. Auch da müssen Sie sogar, wenn Sie sich die bunten Glasfenster anschauen wollen, müssen Sie Geld bezahlen für. Im Hause Gottes müssen Sie Geld bezahlen, damit Sie sich das Haus Gottes anschauen können. Das ist Heuchelei. Aber wir laufen Ihnen nach. Aber als wenn das nicht schon genug ist. Nein, wenn Sie nicht daran glauben, dass Christus alles in Ordnung bringt, dann müssten Sie doch verdammt nochmal für gerechte Verhältnisse auf dieser Welt sorgen, ja oder nein. Dann müssten Sie doch tagtäglich, müssten Sie protestieren und müssten Ihre Gläubigen dazu auffordern, zu protestieren gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt und gegen diesen korrupten, mafiösen Krümel, der die Herrschaft über die Welt an sich genommen hat und die Demokratie komplett aushebelt. Franziskus tut dies, angeblich. Dabei sind Sie ja ganz oben mit dabei. Und er ist Jesuit. Die Jesuiten sind dem Papst unterstellt, sie sollen ihm dienen. Jetzt haben aber diese Generäle, diese Jesuitengeneräle im Prinzip einen, der ihren über sich stehen. Ja, ist das Gewaltenteilung? Nein, das sind genauso mafiöse Verhältnisse. Und wenn man dann weiß, was dort hinter verschlossenen Türen passiert, was immer mehr katholische Geistliche ausplaudern, da wird einem Himmel Angst und Bange, da wird einem schlecht. In den 80er Jahren gab es da schon mal einen Fall, da wurde ein junges Mädchen vermisst, die von Vatikan verschleppt wurde, verprostituiert wurde und dann tot aufgefunden wurde. So etwas passiert dort. Regelmäßig werden dort junge Buben in den Vatikan geholt und werden dort missbraucht und weitergereicht an den nächsten Kardinal und Bischof. Ja, so etwas passiert dort. Und die evangelische Kirche, ja, sie beten und sie geben eine ganze Menge Allgemeinplätzchen von sich, was alles gut ist und ja, nirgendwo anecken und ja, nicht irgendwo konkret werden. Denn man könnte ja dann eventuell sein Gesicht verlieren, beziehungsweise in die Kritik von Antideutschen geraten, die jegliche Kritik an diesem System im Keim ersticken und es als Nazitum oder als Faschismus oder irgendeine Hetze deklarieren und dann hält man sofort seine Klappe. Da lieber nirgendwo anecken. Aber noch einmal, wenn Sie nicht daran glauben, dass Christus alles in Ordnung bringt, dann müssen Sie das in Ordnung bringen. Und Sie tun Ihre Pflicht, die evangelische Kirche seit über 500 Jahren nicht und die katholische Kirche nahezu von Anfang an nicht, seit 2000 Jahren tun Sie Ihre Pflicht nicht, sondern Sie mischen mit an den schlimmsten Gräueltaten, an dem schlimmsten Blutvergießen, ist sie sogar mit hauptschuldig gewesen, die katholische Kirche. Und was soll uns das zu denken geben? Das ist satanisch. Das ist das genau Umdrehen um 180 Grad. Also, noch jemand, der Islamkritik betreiben möchte. Dort haben wir genau das Gleiche. Ist ein Unrecht durch ein anderes aufzuwiegen? Nein. Hier wird einfach gehetzt, weil es im geostrategischen Interesse ist, dass wir uns hier aufbringen lassen. Hier werden eventuell bezahlte Kriminelle dazu gebracht, dass sie irgendwo eine Bombe zünden, dann wird gefaked, dass sie umgebracht wurden und am Ende werden sie einfach nur in Sicherheit gebracht mit ihren vielleicht 100.000 Dollar oder Euro. Wer will denn schon Dollar? Ist ja nichts wert, immer noch weniger noch als der Euro. Ja, so sieht's aus. Ein Schauspiel für die Massen, damit sie sich manipulieren lassen und von rechts nach links schubsen lassen, damit sie bitteschön ein Feindbild haben und ihr Tag Struktur hat. Und dieses Feindbild soll genau das sein, was diesen strategischen Thinktanks der Vereinigten Staaten beziehungsweise der Großbanken unter Rothschild, Goldman Sachs, Warburg,
die gesamten Großbanken alle für sich weltweit, aber auch die Großindustrien, so eben wie die Rockefellers, die Ölmagnaten, die Energiekonzerne weltweit, die Stahlkonzerne weltweit, die sich die Welt, die Macht über die Welt untereinander bereits aufgeteilt haben, die sich auch nicht mehr gegenseitig bekämpfen. Da gibt es keine Konkurrenz mehr. Da gibt es schon Kooperation. Uns hält man in Konkurrenz. Uns lässt man gegeneinander antreten. Uns hält man hier gegeneinander gehetzt am Laufen, damit sie ja nicht zur Ruhe kommen, zum Nachdenken, um festzustellen, wer eigentlich ihr Feind ist. Und das ist nicht Mohammed von nebenan. Nicht zwangsläufig. Das kann so sein. Ja, es kann auch der Hans Müller von nebenan sein, der einfach mal durchdreht. Oder der im Suff seine Frau erschlägt. Das kommt seltener vor, ja, weil wir tatsächlich eben anders, ja, groß geworden sind, eine andere Kultur haben und vielleicht auch noch längst nicht so aggressiv gemacht wurden und auch noch lange nicht so viel, ja, Leid und Elend erlebt haben, dass wir abgestumpft sind und zu jeder Schandtat bereit wären. In manchen Stadtvierteln von Halle, ja, da ist das vielleicht so, aber, oder mag es vielleicht so sein, dass dort eben viel Gewalt herrscht und dass das daneben auch meist die schnellste Antwort ist, die man dann parat hat, statt miteinander zu reden und versuchen, zu einem Konsens zu kommen. Aber eben, Kooperation bringt man uns ja nicht bei, sondern Konkurrenz, überall. Auf der einen Seite sollten wir Teamgeist in den Firmen wahren, damit wir den Großkopferten noch schneller, noch mehr Geld generieren können, aber auf der anderen Seite auch schön Konkurrenz, dass wir einander in unserem Rang nach Position gegenseitig dann runtertreten. Ellenbogengesellschaft. Jeder gegen jeden. Ja, nicht irgendwie Banden zulassen, Verbindungen und den Zusammenschluss von und ein Zusammengehörigkeitsgefühl aufkommen lassen in der Gesellschaft. An allen und Ecken und Enden wird uns das aberzogen. Und warum? Denn wenn wir nämlich erkennen würden, dass wir alle Opfer derselben Strategie, derselben Agenda sind, dann würden wir vielleicht auch gemeinsam, Seite an Seite, ganz egal, woher wir kommen, ganz egal, wie wir aussehen, von welchem Stand wir sind, welchen Bildungsstand wir haben, welche Klamotten wir lieben oder eben welche Religion wir haben, wir würden Seite an Seite würden wir aufstehen gegen diesen gemeinsamen Feind, weil wir erkennen würden, dass es morgen bereits zu spät sein kann und wir hier vom Dritten Weltkrieg zugebombt werden oder im Bürgerkrieg versinken, ganz einfach, weil die Menschen es satt haben, dass wir permanent Angst haben müssen, dass irgendwo eventuell, wo ein Volksfest stattfindet, eine Bombe hochgeht. Mir ist es in Prag so gegangen. Wir haben eine Sightseeing-Tour gemacht. Und ich hatte meinen Rucksack auf und ich hatte meine Sonnenbrille auf und ich hatte meine elektronische Zigarette in der Hand mit einem Knopf dran. Und natürlich einen schwarzen Rucksack auf. Und wie gesagt, eine Sonnenbrille. Und ich habe einen Bart. Dass ich Chinesen mit mir hatte, das war scheißegal in dem Moment. Ich wurde gebeten, meinen Rucksack vorzuzeigen, was ich drin habe. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich trage dieses Kreuz normalerweise sichtbar. Wie gesagt, ich bin Christ. Das ist ein keltisches Kreuz. Vom Weiten könnte man das aber auch für ein eisernes Kreuz halten. Und wer völlig verblödet ist, könnte generell das für ein nationalistisches Symbol halten. Und genau so etwas Verblödetes begegnet mir dann 5 Minuten später in einem Park, wo wir uns etwas angeschaut haben und ich dieses Kreuz draußen hatte. Da kamen nämlich 2 Gutmensch-Jugendliche, ja, ein blondes Mädchen, wahrscheinlich eben auch ein gutes Opfer wäre es gewesen für eine Attacke zu Silvester. Lassen wir das, aber egal. Sie sah dieses Kreuz, zeigte darauf ihren Freunden und sagte, das darf doch wohl nicht wahr sein, so eine Frechheit. Also da kann man sich doch nur aufregen. Und ging davon. Und ehe ich noch begriffen habe, was da jetzt eigentlich passiert ist, schoss in mir sofort die Wut hoch. Wie verblödet kann man denn bitte sein? Da draußen werde ich für einen Islamist gehalten, hier drinnen für einen Nazi. Wie verblödet, wie verblendet sind wir? Was ist los mit uns? Gegen wen lassen wir uns noch aufhetzen? Schaffen wir es denn nicht, wirklich über den Tellerrand hinauszublicken und mal zu begreifen, was hier wirklich abläuft? Oder geht es uns eigentlich gar nichts an, weil Politik machen ja andere. Das geht uns ja nichts an, das ist ja nicht unsere Aufgabe. Wir müssen alle 4 Jahre wählen. Wenn das Ihr Demokratieverständnis ist, dann gute Nacht, Demokratie. Denn dann haben die Eliten es bereits geschafft, sie so zu verblöden, dass man alles mit ihnen machen kann. Dass man ihnen morgen bereits wieder einen Führer vorsetzen kann, wenn er Merkel hieße oder von der Leyen, wenn die
nur demokratisch genug aussehen, freundlich lächeln und Political Correctness in ihren Reden in den Vordergrund stellen. Denn wenn man so laut und emotional wird, selbst wenn man die Wahrheit sagt, so wie ich jetzt, dann sagt man, hier wird ja bereits wieder rumgeschrien wie damals unter Hitler. Das hat neulich vor ein paar Wochen jemand hier hinten gesagt. Und heute haben wir eine Aktion gemacht, eine Informationsaktion. Diese beiden Reden, die wir immer auf dem Weg hier abspielen lassen, haben wir an den Haltestellen hier auf dem Marktplatz abgespielt, um dafür zu werben, dass heute Abend vielleicht mehr Menschen dastehen als sonst. Denn offenbar scheinen sie ja mit Pokémon Go so sehr beschäftigt zu sein, dass sie auf Facebook nichts anderes lesen, was eventuell die Menschen zu uns führen könnte. Oder dazu führen könnte, überhaupt politisch bewusst zu denken. Und wir konnten noch sehr lange stehen. Wir haben uns noch gewundert, warum nicht eher die Polizei kam. Aber es kam auch so. Ich muss vorweg sagen, die Beamten oder die Herrschaften der Polizei waren sehr, sehr freundlich. Sie kannten uns. Aber eine ältere Dame hat angerufen und hat sich beschwert. Also eine Abschnittsbevollmächtigte oder eine Blockwärtin hat nämlich angeblich aus vielleicht einem Satz raushören wollen, dass wir hier Hetze betreiben. Sie sagte, ich kam nämlich noch dazu, wie sie auch dazu kam zu den Polizisten, sie sagte, da standen eben zwei Nazis mit Rucksäcken und mit Lautsprechern drin und die haben Hetze betrieben. Und ich kam dazu und ich sagte, haben Sie das auch wirklich gehört? Ich sage, ich war einer von denen mit dem Rucksack. Nein, Sie meine ich gar nicht. Ich war einer von denen, ich habe es doch gerade eben zugegeben. Aber eben, total verblindet, verblödet und verblendet. Ja, aber Erfüllungsgehilfe dieses Systems, Kritik, sie hat nur Kritik gehört. Oh, Kritik, ich glaube, das ist doch nicht erlaubt, oder? Da muss ich aber ganz schnell die Polizei rufen. Hier wird gerade Kritik betrieben. Vielleicht hat sie sich in der Zeit geirrt, vielleicht hat sie 1989 verschlafen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagte ich ihr, das kann nicht sein. Ich bin kein Nazi. Ich bin verheiratet mit einem Chinesen. Ja, ich bin mal mit Sicherheit kein nationalsozialistischer Rassist. Und diese Reden, die wir dort abgespielt haben, waren keine Hetze. Na doch, das war Hetze. Hetze gegen unsere Republik. Sag ich, hätten Sie mal, statt zu telefonieren, hast du mal zugehört, was dort abgespielt wird, statt zu suchen, woher das kommt, mal zu hören, was da kommt, dann hätten Sie festgestellt, dass wir hier warnen vor dem Niedergang der Demokratie und dass wir hier appellieren für direkte Demokratie, für echte Demokratie statt diesem Schauspiel. Und ich sagte, aber der Beamte hier, der wird sich das gleich mit mir hier im Auto anhören. Und wenn Sie sich bitte die Zeit nehmen würden, so lange zu warten, dann würde ich Ihnen gleich auch bestätigen, dass das keine Hetze war, sondern dass es genau so ist, wie ich es Ihnen gesagt habe. Sie hat sich die Zeit natürlich nicht genommen. Wahrscheinlich, weil ihr klar war, dass sie sich gerade eben sehr, sehr zum Obst gemacht hat. Aber gut, vielleicht hat sie auch zu viel Aluminium im Salz gehabt, in der Luft, im Wasser und vielleicht auch im Deo. Nicht nur vielleicht, ganz sicher. Und dadurch, ja, jetzt schon Alzheimer. Ja, eine der grassierenden Zivilisationskrankheiten, die umgehen. Es ändert sich aber nichts. Nein, wir haben eine 50.000-fach höhere Belastung unseres Regenwassers mit Aluminium als noch vor 50 Jahren. Noch Fragen, woher das mit der Alzheimer herkommt? Noch Fragen, was die Verblödung unserer Bevölkerung betrifft? Und wem nutzt es? Qui bono? Diese Frage sollte wenigstens noch erlaubt sein. Vielen Dank. Ja, solche Fragen sollte man stellen und es gibt vielleicht auch verschiedene Antworten dafür. Ich habe letztens gelesen, dass auch elektromagnetische Felder ab einer bestimmten Stärke dafür ursächlich sein können, dass man zum Beispiel Blutkrebs bekommt oder eben Alzheimer. Es gibt verschiedene Zivilisationsprobleme, die uns krank machen. Ja, dieser ganze Fortschritt, der hierher kommt, ist nicht immer nur gut. Der hat auch seine Kehrseite. Aber was Donatus auch erzählt hat, diese Geschichten, ja, dass Leute sich immer gegen andere Menschen wenden, diese Feindbilder, die sie in den Köpfen haben, das erlebe ich auch jeden Tag, habe ich heute erst wieder erlebt, dass Leute eben, die einen wollen die Nazis prügeln, die anderen schimpfen auf die Kommunisten, dann gibt es welche, die was gegen die Türken haben und so weiter. Aber das Problem sind immer diese Feindbilder. Man macht es sich einfach, man sucht sich
ein einfaches Objekt, das man dann hassen und für irgendwas verantwortlich machen kann. Das ist vielleicht menschlich und vielleicht müssen wir alle an uns arbeiten. Aber was noch viel schlimmer ist, dass die Politiker und die sogenannten Eliten auch diese Instrumente benutzen, um uns zu manipulieren oder um unser Geld zu bekommen. Medien funktionieren so. Die Medien brauchen Feindbilder. Die suchen sich zum Beispiel, wenn die zu so einer Demo kommen, nicht die lieben, netten Menschen aus. Die machen keine Bilder von der Frau mit ihren zwei Kindern, sondern die suchen sich Randgruppen aus. Die suchen sich irgendeinen, der extrem aussieht. Und dann versuchen sie, so ein Bild aufzubauen, das polarisiert. Und dann schaffen sie ein Bild, das mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Dann finden sie vielleicht den einen Spinner in der Gruppe und machen mit dem ein Interview. Sie wollen ein Feindbild aufbauen, an dem sich die Leute dann aufgeilen können, wenn sie diese Medien kaufen. So funktioniert die Bild. Die Bild verkauft euch diese Feindbilder mit riesen Buchstaben. Da könnt ihr, wenn in der S-Bahn am anderen Ende des Wagens jemand die Bild aufklappt, könnt ihr mitlesen. So groß werden die Feindbilder gemacht in der Bild. Und so funktionieren leider auch andere Medien. Wir haben es immer wieder erlebt, leider auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, die dann so ein einfaches Bild aufbauen von den Gegnern, die sie da gerade beschreiben. Und ich habe eine Definition gehört, der Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus soll der sein, dass man den Patriotismus nutzen kann mit der Verbundenheit, mit der Wurzel, die Menschen haben von diesem Land, in dem sie leben. Und diese Wurzel kann man benutzen, um eine Einheit zu schaffen für diese Menschen. Man sagt vielleicht das Volk. Aber wenn dieser Bereich zu groß wird, wenn man ein Reich beherrschen will, wo diese Verbundenheit nicht mehr da ist, weil vielleicht Menschen unterschiedlicher Natur, vielleicht unterschiedlicher Sprache dort zusammenleben, dann braucht man andere Mittel. Und dann baut man, wenn es eine Nation ist, halt diesen Nationalismus auf und benutzt die Angst, indem man ein gemeinsames Feindbild herbeischafft. Und das könnte dann irgend so ein äußerer Feind sein, dass man dann sagt, der Kommunist, das hat man früher gemacht. Dieser Kommunist, der sitzt hinter jeder Hecke mit dem Maschinengewehr und wir müssen uns verteidigen. So hat man früher geredet. Heutzutage nimmt man den Terrorist, ja, den internationalen Terrorist, vor dem müssen wir uns alle schützen. Und neuerdings nimmt man wieder diesen Kommunisten, den Russen. Ja, früher war es der Sowjetrusse, heute ist es halt einfach nur noch der Russe und den benutzt man. Und das funktioniert nicht nur in einem Land, wenn man dieses Land zusammenhalten will, das funktioniert sogar übernational. Und zwar, wenn die NATO ein gemeinsames Feindbild aufbaut. Ja, der böse Terrorist ist klar und wieder der Russe. Und damit kann man, mit dieser Angst, kann man dann diese Länder zusammentreiben. Dann geht man zu den baltischen Ländern und sagt, habt ihr nicht auch Angst vor diesem Russen? Kommt zu uns zur NATO. Und so kann man so eine ganze Organisation nur mit der Angst zusammenhalten und kann sie sogar wachsen lassen. Und das ist dieses Problem, das uns alle umgibt, diese Feindbilder, die man braucht, um Angst zu schüren. Damit werden wir manipuliert, immer und immer wieder. Und da müssen wir auch mal versuchen, drüber zu stehen und vielleicht selber einen Schritt aus dieser Angst rauszugehen und zu sagen, ihr bekommt meine Angst nicht, denn ich bin ein freier Mensch. Und dann benutzen sie das natürlich auch immer in heuchlerischer Art und Weise. Dann ist der Russe der Böse, dieser Putin, aber der Amerikaner, der ist ganz lieb. Ja, dieser Erdogan in der Türkei, der soll jetzt wieder ganz böse sein. Wusstet ihr das? In unseren Medien steht das leider wieder. Und zwar, weil der jetzt mal darüber nachgedacht hat, die Todesstrafe einzuführen. Nun ist die Frage, ja, was ist mit Saudi-Arabien, dem wir Waffen liefern? Da gibt es die Todesstrafe, mit Köpfen sogar, mit Steinigen und Erschießen. Naja, da gucken wir nicht so genau hin, oder? Feindbild Erdogan ist okay, aber Feindbild Saudi, das geht gar nicht. Mit denen wollen wir doch Geschäfte machen. Oder das Land, mit dem wir den meisten Umsatz machen, die USA, da gibt es die Todesstrafe. Da sagen wir erst recht nichts. Die guten Geschäfte, die wir da machen, ja? Diese Heuchelei, die kommt dann noch dazu, wenn sie mit ihren Feindbildern arbeiten. Und da müssen wir halt aufpassen, wie man uns manipuliert. Und wir müssen uns dessen sicher sein, dass man uns immer manipuliert, weil Leute ein Interesse daran haben. Sei es ein wirtschaftliches Interesse oder ein politisches Interesse. Und ja, wir gehen gleich rüber. Ja.
Jetzt wird's langsam? Ja? Okay. Also, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass jetzt hier schon wieder einmal die Stadtwirtschaft am Kern ist, also am Putzen ist. Man sollte doch meinen, dass das also organisiert werden könnte, mit der Veranstaltungsbehörde also abgesprochen werden könnte, wann hier geputzt wird, sodass hier entweder schon geputzt ist, wenn wir hierher kommen, beziehungsweise nachdem wir hier stehen, geputzt wird. Ganz einfach, warum? So sagte es auch der Leiter der Versammlungsbehörde, dieses Recht auf freie Meinungsäußerung, dieses Recht auf Demonstration hier in Deutschland sehr hoch geachtet wird. Und dass es eines der höchst geachtetsten Rechte, Bürgerrechte ist hier in diesem Lande. So sagte man uns. Und dennoch wird hier nicht dafür gesorgt, dass das hier unterbleibt. Nein, dass hier eine Störaktion quasi betrieben wird, entweder aus Unwissenheit oder, was ich dem Fahrer vielleicht unterstellen muss, wirklich aus Boswilligkeit. Ich weiß es nicht, aber ich kann davon ausgehen, dass das geklärt wird. Und schon wieder habe ich hier hinter mir lärmende Menschen, die jetzt auch stören. Entweder bewusst oder unbewusst. Mir ist das mittlerweile egal. Ich finde einfach jegliche Störung nach über 2 Jahren, die wir hier versuchen, Bewusstseinsarbeit zu betreiben, das heißt Menschen aufzuwecken über die brandgefährlichen Verhältnisse auf dieser Welt, finde ich es zum Kotzen, dass ich mich nach über 2 Jahren immer noch mit lärmenden Trinkern ärgern muss. Sie ständig ans Mikrofon vorkommen und ständig uns hier unterbrechen wollen, mit Bierflaschen werfen oder einfach reingrölen, obwohl sie nur einen Satz hören, vielleicht nur ein Wort hören. Und wie die Oma eben hier an dieser Haltestelle dann gleich losbrüllen. Leute, hört doch erst einmal zu, bevor ihr anfangt zu grölen. Aber schlechtes Benehmen ist offenbar landläufig so üblich, weil ja offenbar jegliches zivilisierte Verhalten uncool ist. Ja, eben, das ist der Niedergang einer Kultur. Aber das ist ja in Ordnung. Deutschland verrecke steht jetzt an immer mehr Wänden. Und ich würde wetten, genau, dass da die Herrschaften hier jubeln. Aber deutsches Bier trinken, ihr kurzsichtigen Idioten. Aber ich will mich jetzt mit denen gar nicht streiten, das sind sie ja gar nicht wert. Das sind sie ja gar nicht wert. Weil wer in diesem Land lebt, der quasi am Ast sägt, auf dem er sitzt, der ist offenbar wirklich geistesgestört. Wie kann man dieses Land hassen und hier leben und von den Annehmlichkeiten dieses Landes genießen, es trotzdem hassen? Na sage mal, also wenn ich meine Bude hasse, na dann ziehe ich aus und suche mir eine andere. Ich bitte euch, zieht doch bitte in euer Lieblingsland. Was auch immer das ist, aber ich kann es mir vorstellen. Zieht in euer Lieblingsland und von mir aus an den Nordpol oder nach Nordkorea, wo eben Meinungsdiktatur herrscht, ja, offenbar scheint ihr das zu mögen, denn für demokratischen Diskurs seid ihr ja nicht fähig. Nein, ihr könnt nur wie Pavlovsche Hunde bei jedem Schlagwort gleich losbellen. Und genau das ist ein Anzeichen von Dummheit oder von geistiger Steuerung oder geistiger Unzurechnungsfähigkeit. Ich will es aufs Bier schieben, also geistiger Unzurechnungsfähigkeit. Ich will es hoffen, denn also Psychopathen möchte ich ja nicht unbedingt hinter mir sitzen haben, aber wir haben ja hier auch Ordner, die werden wie immer auch dafür sorgen, auch genau wie die Polizei, bei der ich mich jetzt schon bedanken möchte für ihren Schutz. Also ich denke, wir haben hier nichts zu befürchten, außer eben das dämliche Dazwischengegröle. Aber genau das ist ein Gradmesser, wie weit dieses Land schon gekommen ist, dass die Jugend dieses Landes, die später einmal dieses Land übernehmen sollte, dazu gar nicht fähig wäre, weil sie dieses Land obendrein hasst und alles dafür tun würden, dass es zugrunde geht. Noch Fragen? Und das ist unsere Jugend, ein Teil unserer Jugend. In anderen Ländern, und ich möchte hier nicht zu Gewalt aufrufen, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Pazifist bin, aber das ist einfach mal eine nüchterne, neutrale Feststellung. In anderen Ländern wären solche verqueren Subjekte totgeschlagen worden. Polen, Ungarn. Wir müssen gar nicht weit gehen nach Saudi-Arabien oder irgendwo in ein arabisches Land generell. Da ist es völlig klar. Aber hier auch in Europa gäbe es Länder, wo das der Fall wäre. Aber hier gibt es keinen Nationalismus und das ist auch gut so. Aber es gibt eben leider auch keinen Patriotismus, der genau das verhindern würde. Dem dafür sorgen würde, dass sich eben die Bevölkerung
in Zeiten der drohenden Kriegsgefahr zusammentun würden, um das zu verhindern. Das wäre Patriotismus. Gibt es aber auch nicht in diesem Land. Und das ist einer der Gründe, warum die Leute nicht auf die Straße kommen. Und wegen solcher gewaltbereiter Affen trauen sich viele auch nicht auf die Straße. Sie haben nämlich Angst davor, von ihnen zusammengeschlagen zu werden, wie wir das alle schon, zumindest wir im Orga-Team, das alle schon miterlebt haben. Ja, das sind die wahren Faschisten in diesem Land. Das sind die roten SA-Truppen, die Prügeltruppen irgendeiner Scheißagenda. Und sie wissen es zum Teil nicht mal, dass sie eben den großen Eliten, den Lord Rothschilds und Rockefellers allen voran dienen, mit ihrem zersetzerischen Wirken und Handeln. Ja, genau das wissen sie nicht. Und warum? Weil sie ungebildet sind und weil sie sich vor jeden Karren spannen lassen, weil sie sich jede dämliche, gut, aber gut klingende Ideologie einreden lassen und dann eben für Angst und Schrecken auf den Straßen sorgen. Und damit werden die Bürger zurückgehalten, politisch sich zu bekennen, politisch aber auch mitzuwirken, mitwirken zu wollen, Protest zu zeigen. Man hat Angst, dass man sich zu den Falschen stellt. Dabei können doch Bürger, die sich beherzt zusammenstellen, um die Verhältnisse im Land zu verändern zu einem besseren, kann doch nie die falsche Seite sein. Und deswegen sind wir weder rechts noch links und sind auch nicht religiös geprägt. Das, was wir hier machen, ist keine vereinsbezahlte Arbeit. Das ist keine politisch bezahlte Arbeit oder von Kirchen bezahlt. Sondern das, was wir hier machen, machen Bürger, für die Zukunft unseres Landes. Und genau wie sich jetzt die Hunde hier gegenseitig an den Hals gehen, so gehen sie sich ja auch schon untereinander an den Hals. Die Antifa gegen die Antideutschen, die Antideutschen gegen die Antifa. Ja, das ist es. Politisch ungebildet, aber verinstrumentalisiert durch Dogmen. Und sie finden sich auch noch cool in ihrem schmuddeligen Outfit. Schade, es ist wirklich sehr schade. Statt dass sie zuhören und statt dass sie vielleicht sich Gedanken darüber machen, dass es auch ihre Zukunft ist, dass sie vielleicht auf diesem Ast sitzen, an dem sie sägen, nein, leider nicht. Aber ich kann frohen Mutes sagen, bitte nicht stören. Ich habe gerade davon gesprochen. Ich kann auch frohen Mutes nicht stören, bitte. Das ist wirklich unhöflich. Danke. Ich kann ganz kurz fragen, ob du überhaupt weißt, und natürlich weiß ich, wovon ich rede. Seit Jahren beschäftige ich mich damit. Aber eben, genau. Wir werden hier nur gegeneinander gehetzt. Und es wird eben auch Angst geschürt in diesem Land. Und genau. Und ich schüre hier nicht Angst, sondern ich erkläre, was uns hier eventuell blüht, wenn wir nicht bald eingreifen und eben genau diese Zündler, diese Brandstifter endlich entmachten. Denn die sind nicht im Volk zu finden, diese Brandstifter, sondern das sind die Eliten in den Banken und in der Industrie. Allen voran natürlich des militärisch-industriellen Komplexes. Aber da müsste man mal weiter denken und man müsste mal auf YouTube eben nicht nur Katzenbilder anschauen und eben nicht Pokémons in der Stadt jagen gehen, sondern man sollte sich vielleicht mal mit den, ja, mit historischen Reden beschäftigen, zum Beispiel aber auch mit Geopolitik und mit Geostrategie. Man sollte sich vielleicht mal kritische Stimmen aus Wirtschaft und Politik anhören, die eben darüber aufklären, was für Gefahren hier drohen. Aber das findet leider nicht statt. Nein, stattdessen sagt man einem Schwulen, der mit einem Chinesen verheiratet ist, nennt man dann noch Nazi. Wie dumm bist du eigentlich? Und wie wenig kennst du uns? Aber du urteilst. Und genau das ist es. Pavlovsche Hunde. Sie hören einfach ein Wort, sie hören das Wort Nationen. Sofort Nazi. Wie bescheuert ist das? Es ist eigentlich Satire, wenn man... Also übrigens, ich habe sehr viel Kontakt mit Menschen im Ausland. Nicht so wie ihr, offenbar. Und die lachen über uns Deutsche, die lachen über genau diejenigen hier. Und die finden diese Menschen hier kreuzgefährlich und sagen, euer Land geht gerade vor die Hunde. Wegen solcher Idioten. Das sage nicht ich, das wird im Ausland gesagt. Und ihr merkt das gar nicht. Sag mal, wie dumm ist denn das deutsche Volk? Ich hatte Respekt vor den Deutschen. Ich dachte, es ist ein intellektuell gebildetes Volk, ein weit entwickeltes Volk.
das waren wir mal. Vielen Dank. Die Gisela, ehemalige Stadträtin, hat noch ein paar Zitate vorzulesen, gerade was Geostrategie betrifft. Und vielleicht hört mal der ein oder andere Pawlowsche Hund zu. Bitte. Hallo, liebe Freunde. Erstmal kann ich nur sagen, wenn man eine Demokratie will, dann fängt die ganz von unten an. Ich bin in erster Linie ein Mensch. Dann bin ich eine Hallenserin. Dann bin ich eine Deutsche. Dann bin ich eine Europäerin. Und dann bin ich eine Weltbürgerin. Da kann man ein Land oder eine Stufe dazwischen nicht ausschalten, wie es die Antideutschen macht. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn man diese Reihenfolge umdreht, wie es ja gewisse sogenannten Eliten planen, mit der einen Weltregierung, die Stufe drunter die EU und dann die Nationalstaaten auflöst, das kann nie eine Demokratie ergeben. Das ergibt grundsätzlich eine Diktatur, und zwar eine faschistische Diktatur. Und die wollen wir nicht. Und deswegen stehen wir hier. Dann wäre es an der Tagesordnung, dass man jedes Land ausplündern kann, wenn es gewissen Leuten passt. Ich habe aus den vertraulichen Mitteilungen wieder zwei sehr interessante Artikel. Das erste ist zum Beispiel über die USA, die zurzeit Syrien besetzen, was an der Weltöffentlichkeit vorbeigeht. An der Weltöffentlichkeit vorbei haben die Amerikaner einen zunächst von den Briten besetzten Luftwaffenstützpunkt in Syrien übernommen, obwohl bestritten wurde, dass Amerikaner oder Briten direkt im Syrienkrieg involviert seien. Amerikas Krieg gegen Syrien kam nun heraus, nachdem russische Bomber versehentlich die Amerikaner auf dem ehemals syrischen Stützpunkt bombardierten. Um eine öffentliche Empörung über diesen internationalen Rechtsbruch durch die USA nicht aufkommen zu lassen, schwiegen diese zu diesem Vorfall. Das Pentagon bestätigte allerdings, dass von der CIA bezahlte Söldner auf dem Stützpunkt in der Nähe des Ortes Al-Tanf beschossen worden sind. Die USA sind also nicht nur im Geheimen, sondern die direkte und damit völkerrechtswidrige Kriegspartei in Syrien. Damit wird erklärbar, warum der IS möglicherweise unterstützt durch die USA militärisch derart erfolgreich gegen die Staatsarmeen sein konnte. Ebenso erklärlich wird, weshalb die Bundesregierung mutmaßlich IS-Söldnern in Deutschland Aufnahme zu bieten bereit ist. Das sind die Zuwanderer, vor denen wir uns fürchten müssen. Andere Zuwanderer, die sind aufgeschlossen, und ich habe sehr viel Kontakt, hat man ja auch vorhin gesehen, wie ich mich mit den muslimischen Frauen unterhalten habe, und ich bin in der Nachbarschaft unter meinen Mitbürgern aus den anderen Ländern schon sehr beliebt. Also die rufen aus dem Weiten schon Hallo sogar. Muslimische Männer geben mir die Hand, was total unüblich ist. Dann habe ich noch etwas zu dem 18-jährigen mutmaßlichen Attentäter von München. Es dürfte eine Blamage für die Integrationspolitik sein, dass der 18-jährige Syrer mit deutschem Pass der Attentäter in München gewesen sein könnte. Besonders schockierend ist, dass mit München ein Zentrum der europäischen Schikaria in Angst und Schrecken versetzt wurde, wo eine besondere Willkommenspolitik gegenüber den Invasoren aus den Kriegsgebieten im Mittleren Osten politisch verordnet wird. Der Täter, der sich illegal eine Waffe besorgt hat, gilt eigentlich als Paradebeispiel misslungener linker Integrationspolitik. Genauso schockierend ist, dass die deutsche zum Teil degenerierte Gesellschaft einer Bedrohung nordafrikanischer Kämpfer, die von der Bundeskanzlerin nach Deutschland eingeladen worden sind, die eigentlichen Bürger nicht mehr wehrlos und apathisch nichts entgegenzusetzen haben. Es sind die Folgen verantwortungsloser Berliner Politik, die eigenen Bürger nicht mehr zu schützen bereit ist, die Grenzen für internationale Invasoren auch mit kriminellem Hintergrund geöffnet halten möchte und die Härte des Gesetzes mehr zur Ausplünderung der eigenen Bevölkerung statt zum Schutz selbiger einzusetzen bereit ist.
In den Geschichtsbüchern sind solche Entwicklungen für Staatsauflösungsmerkmale symptomatisch. Danke. Ja, wie gesagt, es gab in Köln eine Demonstration von 30.000 bis 40.000 Türken. Und es war ja so, dass in den Medien immer bisher Erdogan und Merkel, da gab es ja immer so wie so eine Freundschaft. Ja. Es wurde ja immer so dargestellt, als wären das so ganz dicke Buddies, die so gemeinsam jetzt ihr Ding machen bei dieser Flüchtlingspolitik und dort irgendwelche Einigungen erzielen. Und jetzt auf einmal gab es diesen Putsch in der Türkei. Und man wusste nicht, wer steckt dahinter. Wer genau hinguckt, die Generäle, die diesen Putsch gemacht haben, waren vorwiegend NATO-Generäle. Und es gab ja nun diesen Vorwurf, dass diese Gülen-Bewegung dahinter stecken sollte. Gülen war ein ehemaliger Vertrauter von Erdogan, hat mit ihm zusammen die AKP aufgebaut und die haben sich dann zerstritten. Und ihm wird nachgesagt, dass er mit dem CIA gemeinsam, also mit der USA und der NATO, dort eben gemeinsam Sache macht. Weiß ich nicht genau, aber das ist halt die Aussage dort. Das heißt, man wirft diesem Putsch vor, dass er von NATO-Generälen und von diesen Gülen-Anhängern inszeniert wurde. Dagegen hat das türkische Volk aufbegehrt und ist auf die Straßen gegangen und hat diesen Putsch unter anderem mit verhindert. Es gibt auch einige Türken, mit denen ich mich unterhalten habe, die gesagt haben, der russische Geheimdienst soll Erdogan einen Tipp gegeben haben, dass der stattfindet, deswegen wurde der vorgezogen und war nicht so intensiv, wie er hätte sein können. Gleichzeitig stehen dahinter aber die Fakten, nämlich die Fakten, dass die Türkei mit Russland jetzt wieder im Gespräch ist, dass eine Pipeline von Russland durch die Türkei wieder im Gespräch ist, dass dieser Pilot, der das Flugzeug, diesen russischen Bomber abgeschossen hat, dass der verurteilt wurde und dass Erdogan sich dafür entschuldigt hat. Also interessanterweise arbeitet jetzt die Türkei und Russland wieder enger zusammen. Sie reden wieder miteinander und es soll ja wieder mehr Handel geben. Fakt ist auch, dass die Russen tatsächlich schon verschiedene Sanktionen aufgehoben haben. Es gab Sanktionen im Tourismusbereich. Die russischen Touristen können jetzt wieder einfacher dorthin reisen. Andere Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, Lebensmittelimporte und so weiter sollen jetzt Schritt für Schritt wieder verschwinden. Das heißt, die Zusammenarbeit ist nicht nur geplant, sie findet schon wieder statt. Und das gleich nach diesem Putsch, so schnell kommt das nicht. Da muss es ja vorher schon Gespräche gegeben haben. Also es steckt sicherlich etwas dahinter, das wir alles noch nicht erklären können und noch nicht verstehen können. Aber interessanterweise stellt sich das türkische Volk jetzt hinter Erdogan, obwohl es ja sonst immer gespalten ist. Es gibt ja Leute, die für die AKP sind und welche, die dagegen sind. Ja, aber in dieser Sache möchten sie nicht mehr von Putschisten und vom Militär unterdrückt werden. Denn die Türken haben mir berichtet, dass es schon immer wieder solche Putsch gab in der Vergangenheit und dass sie darunter immer gelitten haben. Ich habe selber nachgeguckt, in den 80er Jahren gab es einen Putsch in der Türkei. Da hat ein Präsidentenberater der USA gesagt, our boys did it. Also er hat gesagt, unsere Jungs haben das getan. Also auch damals waren sehr viele Anzeichen da, dass die USA damit verwickelt war, diese Türkei zu destabilisieren oder auf einen NATO-Kurs zu bringen. All das könnte jetzt rückabgewickelt werden. Vielleicht vorsichtig, vielleicht auch nicht. Wir werden es erleben. Aber das sind die Hintergründe. Die Hintergründe, warum die Leute in Köln am Sonntag zu 30.000 oder 40.000 auf die Straße gegangen sind. Und sie haben nicht dort verschiedenste Fahnen verschiedenster Farben hochgehalten. Ich habe gesehen, dort war ein Fahnenmeer von immer der gleichen Farbe, nämlich von der türkischen Farbe. Diese Menschen sind, obwohl sie hier schon vielleicht in zweiter oder dritter Generation leben, haben immer noch irgendwie eine Wurzel zu ihrem Heimatland. Weiß ich nicht, ob das Patriotismus ist oder Nationalstolz.
Das müssen uns die Türken selber erzählen. Aber diese Menschen handeln anders als hier die Deutschen. Ich hatte es vorhin angedeutet, es müssten ja 16 Millionen Deutsche auf die Straße gehen, wenn prozentual genauso viele Deutsche mal auf die Straße laufen. Und genau das passiert hier nicht. Hier stehen immer so kleine Häufchen. Die Deutschen sind sich uneinig und die Türken kriegen das hin. Warum? Das weiß ich nicht, aber dieses Ereignis hat sie scheinbar zusammengeschweißt, dass sie sagen können, wir haben uns vielleicht ein Stück weit von unseren Ketten befreit. Dieses Ereignis hatten wir halt noch nicht und die Türken feiern das, auch im Ausland. Es gab in der Türkei, es gab hier in Deutschland mal 2 Millionen Türken. Die Zahl nimmt ab, es sind nur noch 1,6 Millionen, habe ich gelesen. Immer mehr sollen wohl auch den Wunsch haben, zurückzukehren. Wenn man verschiedene ausländische Gruppen sich anschaut, soll es so sein, dass bei den Türken 33% den Wunsch haben, wieder zurückzukehren. So sehr lieben sie immer noch ihre Heimat, auch wenn sie schon lange hier sind. Und das könnte vielleicht auch ein Signal sein, die Türken sind ja schon lange hier, ein Signal vielleicht für die ganzen Syrer, die hierher kommen, die vielleicht auch irgendwann wieder den Wunsch haben, zurückzukehren in ihre Heimat. Und eben, dass es nicht so ist, wie die Lobby oder wie die Kanzlerin will, oder wer war das von der SPD, der sagte, diese Migranten sind Gold für uns, weil sie sie vielleicht ausnutzen wollen, weil sie sie als billige Arbeitskräfte missbrauchen wollen. Diese Menschen werden irgendwann wieder ihre Würde finden und werden vielleicht zurückgehen in ihre Heimat. Und das heißt, wir müssen hier dafür sorgen, dass hier, dass wir hier alle gemeinsam leben können und dass wir hier auch in Wohlstand leben können. Und das müssen wir verdammt nochmal selber machen. Da können wir uns nicht auf Sklaven von außen verlassen. Das ist der Punkt. Und deswegen sollten wir uns nicht auf so eine Agenda verlassen. Und die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, von denen können wir mit demselben Geld 10-mal so vielen Menschen helfen, dort in ihrer Heimat oder in den jeweiligen Flüchtlingslagern. Und das muss uns auch klar sein, dass es diesen Menschen, die hier rufen, kommt alle hierher, dass es denen nicht um echte, wahre Hilfe geht, denn sonst würden sie ja dort helfen, wo es wirklich einfacher ist zu helfen, so wie die Russen das machen. Die Russen haben Flüchtlingslager dort in Syrien gebaut, riesige Lager, und bringen dort tonnenweise Getreide hin und helfen dort vor Ort. Und wir sorgen dafür, dass die, die sich noch Schlepper leisten können, die da 1.000 oder 10.000 ausgeben für so eine Reise, dass die hier willkommen sind, und wir lassen die armen Menschen, die kein Dach mehr über dem Kopf haben, die vielleicht kriegsweise sind und keine Kinder haben, die lassen wir dort verrecken. Und das ist eine Riesenschweinerei, was unsere Regierung da macht. Es geht schon, ich muss mich nur von den Boxen ein bisschen wegstellen. Frank hat einen kleinen Rechenfehler, 2%, 40.000 von 2 Millionen hier leben Türken sind 2%, 2% von 80 Millionen Einwohnern von Deutschland wären 1,6 Millionen, nicht 16. Also 1,6 Millionen, das wäre wirklich in Deutschland ein Zeichen, was Berlin erzittern lassen würde. Diese 40.000 Türken, das ist aber kein Zeichen von gelungener Integration, wenn sie hier 40.000 Türken in Deutschland, Türkei fahren. Schwenken, das ist im Gegenteil ein Zeichen von misslungener Integration. Weil wenn die nach 30 bis 50 Jahren hier immer noch nicht integriert sind, sich immer noch weniger mit diesem Land hier verbunden sehen, dann ist das nicht integriert. Und diese Leute, die brauchen die natürlich genau auch, wenn sie denn so für Erdogan sind, dann steht ihnen das frei, zu Erdogan zu gehen oder in die Türkei zurückzugehen. Und wenn die Anzahl der hier lebenden Türken abnimmt, dann ist das nicht unbedingt die vergrößerte Rückreisefreudigkeit, dann ist das einfach die vergrößerte Einbürgerung. Dann sind die nämlich auf einmal alle deutsch geworden. Das sind die, die auch in der Kriminalitätsstatistik, unter anderem die Ausländerkriminalität ist offiziell bei 30%, bei offiziell 11% Migranten. Und wir, was wir hier im letzten Jahr importiert haben, das ist wirklich leider, weil das ist die 2015er Statistik, die 2016er kommt ja erst im nächsten Jahr,
Da wird ein böses Erwachen, die werden sich gar nicht trauen, diese Statistik zu veröffentlichen. Weil wir haben uns ins Land geholt, von diesen 1,5 Millionen Flüchtlingen sind ein nicht unbeträchtlicher Teil sogenannte Fickis, die überall in den Schwimmbädern die Frauen und Kinder in Angst und Schrecken versetzen. Und da helfen auch wegen dem Analphabetismus, da helfen keine bunten Piktogramme, um die Leute zu disziplinieren. Die sind in einem frauenfeindlichen System teilweise aufgewachsen, welches einem Glauben entspringt, der 500 Jahre in der Entwicklung hinter dem des Christentums hinterherhinkt, weil er einfach 500 Jahre jünger ist. Vor 500 Jahren hat das Christentum noch Leute lebendig auf Scheiterhaufen verbrannt. Und auf dem Entwicklungsstand ist diese Religion leider heute. Und es ist natürlich tödlich für eine Kultur der offenen Tore hier zu machen und die Leute hierher zu lassen. Integration kann nur langsam gehen. Und selbst diese Gastarbeiterfamilien, die zu 40.000 lieber Alua Allahu Akbar schreien und Heil Erdogan bzw. ihren Präsidenten in der Türkei feiern. Die Leute sind ja nicht integriert. Wären sie integriert, gäbe es keine Problemviertel wie Neukölln, Duisburg, Marxloh, in denen sich die Polizei nicht mehr hintraut. Und diese Viertel sind hier am Entstehen, in den Neubauvierteln von Halle, in Halle-Neustadt, in der Silberhöhlen Südstadt. Und hier müssen wir verdammt aufpassen. Die Polizei ist machtlos, sie fürchtet sich einzugreifen, weil der Deutsche hat Angst vor der Rassismus- oder Nazi-Keule, die dann sofort geschwungen wird. Hier müssen wir geistig frei werden. Wir dürfen keine Angst mehr haben vor den Doktrinen dieser rot-grün-linksversifften Politiker. Diese Politiker haben es als Geschäftsmodell entwickelt. Leute, eventuelle oppositionelle Parteien, oppositionelle Bürgerrechtsbewegungen mit der Nazi-Keule zu verunglimpfen, um ihre Pfründe, ihre Sitzplätze an den Fründen, an den Parteifuttertrögen zu sichern. Und das ist es, was ich euch sagen möchte. Das ist es, was ihr in die Bevölkerung tragen müsst. Diese Parteien, wir schaffen es auch nicht, dieses System zu ändern, wenn eine oppositionelle Partei im unteren zweistelligen Bereich mit 20% selbst in den Bundestag kommen würde. Klar freue ich mich, wenn 20% der amtierenden Bundespolitiker dort ihre Koffer packen müssen und nach Hause gehen müssen. Aber was sehen wir denn dann? Wir sehen die Saat für eine neue Generation korrupter Politiker. Eine Partei, die Opposition machen möchte, braucht aus dem Stand 51%. Sonst läuft sie eher Gefahr, korrumpiert zu werden, als in diesem Land was zu ändern, weil diese Politiker, die neuen Politiker, die gewöhnen sich daran, diese Freunde, an 10.000 Euro im Monat, das ist über eine halbe Million in der Legislaturperiode. Damit werden Politiker gekauft. Und genau aus diesem Grunde stehen wir hier. Wir wollen weg von dieser parlamentarischen Demokratie. Wir brauchen direkte Demokratie. Wir brauchen keine korrupten Volksverbrecher. In Berlin sitzen und in jedem dieser 16 Landtage. Die müssen weg. Das Volk muss an Entscheidungen, an wichtige Entscheidungen, die uns alle angehen, muss das Volk direkt beteiligt werden. Was nützt es uns denn, alle 4 Jahre ein Parlament zu wählen? Alle 4 Jahre, wenn wir alt wären, 96 Jahre, können wir 20 Mal im ganzen Leben an 20 Tagen wählen gehen. Damit können wir überhaupt nichts ändern, weil dann haben wir mit jeder Stimmabgabe vor 4 bis 5 Jahre die Stimme abgegeben. Das reicht nicht. Wir müssen immer entscheiden können. Wir müssen über den EU-Austritt entscheiden können. Wir müssen über die Euro-Einführung hätten wir entscheiden müssen. Lissabon-Vertrag, TTIP, darüber möchten wir gefragt werden, weil wir sind das Volk, wir sind die Menschen, die diese Parasiten in Berlin und in den Landtagen durchfüttern. Danke. Ja, Don, der beendet und dann noch ein Lied, dann bauen wir ab und dann ist Feierabend hier. Bis nächste Woche. Vergesst nicht wieder, 18 Uhr am Riebeckplatz zu sein. Eben, wir sind weder rechts noch links, weil für uns sind Arschlöcher einfach Arschlöcher. Und deswegen sind wir auch nicht gegen irgendeine Religion per se, sondern gegen die, die die Menschen in ihrem Glauben etwas Gutes tun zu wollen, einfach missbrauchen für ihre Machtspielchen. Und wir weisen darauf hin, da einfach mal zuzuhören, bringt dann vielleicht die gesamte Veranstaltung hier in einen richtigen Kontext. Sich nur Worte rauszugreifen und uns daran zu messen, ist eben wirklich einfach aus dem Zusammenhang herausgerissene Information, also wertlose Information. Und uns daran zu bewerten oder zu messen, das ist wirklich bescheuert. Aber das
ist eben genau der Niedergang der Demokratie, dass man sich nicht mehr zuhört und dass man nicht einfach noch den Diskurs sucht, beziehungsweise sich ja, darüber vernünftig unterhält, über diese Themen. Nein, da werden nämlich einfach nur noch Argumente, Allgemeinplätzchen vorgehalten, die einfach wohl klingen und die jetzt in sind. Und genau dagegen sind wir einfach. Alles, was in ist, wurde in die Welt gebracht, um uns zu manipulieren. Wir müssen also vorsichtig sein, dass wir uns nicht vor irgendeinen Karren spannen lassen. Von keiner Partei, von keinem Verein und von keiner Religion, sondern stets wachsam sein sollten, dass wir uns, wie gesagt, nicht verinstrumentalisieren lassen. Selber denken, selber informieren. Das schafft eigenständiges Denken und das macht sie für die Eliten eben als Werkzeuge unbrauchbar. Und je mehr Menschen in der Bevölkerung so sind, desto schwieriger ist es für sie, uns noch einmal in einen Krieg zu treiben. Das wollen wir erreichen. Wir bedanken uns bei der Polizei wieder, dass sie uns, wie gesagt, bis hierher beschützt hat und dafür gesorgt hat, dass die Demokratie hier zumindest gewahrt bleibt. Wir wissen, dass in den Reihen der Polizei viele aufrichtige Menschen sind, die wissen, was ihr Job ist, dass sie rechtschaffen sind, aber dass sie leider eben Dienstherren haben zum Teil oder einfach Menschen in der Hierarchie, in der Struktur haben, die einer anderen Agenda dienen und es verhindern, dass sie ihren Job richtig machen dürfen, dass sie sogar nicht mal mehr sagen dürfen, was sie denken. Wir bedanken uns auch eben bei allen, die teilgenommen haben, auch für die lieben Zuschauer im Internet. Vielleicht kommt ihr endlich mal auf die Straße. Vielleicht auch in eurer eigenen Stadt. Gründet etwas, wenn dort nicht schon eine Demonstration ist. Aber hütet euch davor, dass ihr euch von Parteien oder von Vereinen vereinnahmen lasst. Bleibt frei, frei im Geist, frei im Denken und werdet freie Menschen. Vielen Dank, bis nächsten Montag, 18 Uhr auf dem Riebeckplatz. Danke.